Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und meine ja nicht, Allah sei unachtsam dessen, was sie ungerecht tun. Er stellt sie nur zurück bis zu jenem Tag, an dem die Blicke starr werden. Glaube nicht, nur weil du das Gefühl hast, dass Ungerechtigkeit nicht geahndet wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Ungerechtigkeit nicht wahrnimmt. Allah sieht die Ungerechtigkeit und weiß besser, wann er mit den Ungerechten abrechnet. Und wenn es nicht in dieser Welt passiert, geschieht es definitiv in der nächsten. Seid euch gewiss, dass jeder Dhulm, jede Ungerechtigkeit bestraft wird. Im nächsten Leben wird Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen abrechnen. Sie kommen hastend, die Köpfe hochhebend. Ihr Blick kehrt nicht zu ihnen zurück und ihre Herzen sind leer. Allah erinnert uns im Koran, dass Ungerechtigkeit niemals unvergolten bleibt. Und dass er subhanahu wa ta'ala die Ungerechten zur Rechenschaft ziehen wird. Der Koran und die Sunna sind voll mit Warnungen vor Ungerechtigkeit. Allah droht jenen, die Dhulm begehen. Er subhanahu wa ta'ala droht ihnen im Koran. Jene, die Unrecht begehen, sollen ihr Schicksal abwarten. Sie sollen sehen, was ich für sie bereit habe. Allah nennt ihr Schicksal nicht, da es eine Drohung ist. Meine lieben Geschwister, es ist ein wiederkehrender Teil der Geschichte. Allah prüft die Menschen durch wiederkehrende Tyrannen. Immer wieder tauchen Tyrannen in der Menschheitsgeschichte auf. Einer schlimmer als der andere. Allah erinnert uns daran im Koran. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Aad verfuhr? Irama dhatil imad. Mit Iram, der Säulenreichen. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dergleichen nicht erschaffen wurden in Ländern. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ وَالْوَادِ Und den Thamud, die die Felsen im Tal aushöhlten. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ Und Pharaon mit seinen starken Bauten. الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ Denjenigen, die im Lande gewalttätig waren. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ Und dort viel Verderbnis stifteten. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ Darum ließ dein Herr die Geißel der Strafe auf sie schütten. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ Wahrlich, dein Herr beobachtet alles genau. Aad, Iram, Thamud, Pharaon, das waren die schlimmsten Tyrannen aller Zeiten. Sie sind noch schlimmer als die heutigen Tyrannen. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran über diese Tyrannen? Darum ließ dein Herr die Geißel der Strafe auf sie schütten. Wahrlich, dein Herr beobachtet alles genau. Meine lieben Geschwister, wir hoffen inshallah, dass jenes, was wir in Syrien sehen, das gleiche Versprechen ist, das Allah den Gläubigen zur Zeit von Musa a.s. gab. Da dieser Tyrann Bashar al-Assad in die Fußstapfen des Pharaon tritt und die Gläubigen in die Fußstapfen der Gläubigen treten, die zur Zeit von Musa a.s. lebten. Mit Sicherheit wird das Versprechen wahr werden. Allah wird seinem Dien helfen. Allah wird die Gläubigen unterstützen. Aber wir sind ein ungeduldiges Volk. Wir möchten Resultate sofort sehen. Aber Allahs Gerechtigkeit ist vollkommen. Meine lieben Geschwister, hört euch das genau an. Jener, dem Unrecht widerfahren ist, wird am jüngsten Tag das Recht haben, zu richten. Am jüngsten Tag wird Allah selbst dem Geschädigten erlauben, zu entscheiden, ob der Ungerechte bestraft werden soll oder nicht. Ibn al-Qayyim sagte, dass Dhulm, Ungerechtigkeit gegenüber anderen Menschen, die schlimmste Ungerechtigkeit ist. Denn die Ungerechtigkeit gegenüber Allah ist leichter, da Allah Ghafur und Rahim ist. Allah verzeiht jenen, die ihn um Verzeihung bitten. Aber vor der Ungerechtigkeit gegenüber den Menschen muss man sich noch mehr hüten, wenn der Geschädigte dir nicht vergeben will. Am jüngsten Tag wird jeder Mensch, dessen Blut vergossen wurde, dessen Besitz geraubt und dessen Stolz verletzt wurde, jede Frau, deren Ehe beschmutzt wurde, jedes Kind, das ermordet wurde, sie werden das Recht in ihren Händen halten. Sie werden richten dürfen. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen das volle Recht geben zu richten. Darüber warnte uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nehmt euch in Acht davor, Ungerechtigkeit zu üben. Ungerechtigkeit erhöht am jüngsten Tag den Status des Geschädigten. Der Geschädigte wird dadurch zur mächtigsten Person. Die stärkste Dua ist die Dua desjenigen, dem Ungerechtigkeit widerfahren ist. Allah subhanahu wa ta'ala wird am jüngsten Tag einen Schritt zurückschreiten und dem Geschädigten das Recht geben zu richten. Wer soll dem Ungerechten jemals vergeben? Es gibt keine andere Sünde, deren Rechtsprechung Allah subhanahu wa ta'ala die Hände eines anderen übergibt. Nur im Fall von Dhulm legt Allah die Rechtsprechung in die Hände der geschädigten Person. Bei jeder Sünde, die wir Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber begehen, können wir inshallah auf seine Gnade hoffen. Allah ist Al-Ghafur, Allah ist Ar-Rahim. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Mann bleibt in seinem Glauben, ganz gleich welche Sünden er begeht, solange er nicht das Blut eines anderen vergießt. Wenn man das Blut eines anderen vergießt, ist man in ernsthaften Problemen. Davor warnte uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bei jeder Sünde können wir auf Allahs Gnade hoffen. Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, haben wir die Hoffnung auf Vergebung. Aber wenn wir Dhulm begehen, hat Allah subhanahu wa ta'ala selbst gesagt, ist es nicht mein Recht zu vergeben, es ist das Recht des Geschädigten zu vergeben.
Wer möchte sich selbst in diese Lage bringen?